Ja, wunderschönen guten Abend zusammen, Freunde der leichten YouTube-Unterhaltung. Mein Name ist Dennis und ihr schaut der Pflegekar Fotografie und ich bin heute Abend in Überlingen unterwegs, um ein bisschen die Stadt bei Nacht zu fotografieren oder auch hier das dahinterliegende, hinter mir liegende Ufer mit den tollen Lichtern zu fotografieren. Also bleibt dabei und schaut gerne zu. Ja, Freunde, es ist lange her, dass ich das letzte Video gemacht habe, ein bisschen über 2 Wochen. Das liegt bei mir daran, dass ich momentan ziemlich viel mit der Familie zu tun hatte, dass ich beruflich ziemlich eingespannt war, dass das Wetter auch nicht ganz so toll war, was mich persönlich nicht davon abgehalten hätte, rauszugehen, um Bilder zu machen, denn auch bei Regenwetter gibt es immer tolle Motive. Dazu habe ich mal ein Video gemacht von Meersburg nach dem Regen. Was man da alles so machen kann, war allerdings im Frühjahr schon. Aber nichtsdestotrotz, muss mich bei euch entschuldigen, dass ich so lange gebraucht habe, um ein neues Video zu machen. Aber deswegen stehe ich heute Abend hier und mache jetzt wieder Content für euch. Ich hoffe, dass ich es jetzt wieder regelmäßiger schaffen werde, Content machen zu können. Ansonsten bitte nicht weglaufen. Ich komme wieder, ich bin dabei, ich bleibe dabei und ich habe immer noch Spaß daran, euch auf meine Fototouren mitzunehmen. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Hier hinter uns das tolle Bodenseeufer von Überlingen zu fotografieren. Und Ziel ist es, dass wir die ganzen Lichter hier hinten im Hintergrund draufkriegen, alle schön mit Blendenstern, eventuell, wenn es funktioniert, hoffentlich funktioniert es. Ansonsten müssen wir halt mit der ISO ein bisschen variieren, aber da kommen wir nachher dazu, zu den Einstellungen und so weiter. Ich habe hier auch noch einen schönen Herbstbaum im Vordergrund, der hier direkt am Hotel davor steht und noch schöne Herbstfarben hat. Und der Mond hilft mir hoffentlich heute Abend auch. Wir haben Halbvollmond oder Dreiviertelmond. Und deswegen werden die Motive auch noch schön angeleuchtet. Ich baue auf und dann geht's los. Das erste Bild oder die ersten Bilder sind im Kasten. Ich habe einmal ein Bild gemacht auf einer ISO 400 mit einer 30-sekündigen Belichtungszeit auf 14 oder 15 mm. Nein, auf 16 mm. Und das hat mir schon ganz gut gefallen. Aber ich wollte die Blendensterne noch etwas anders drauf haben und zwar etwas näher drauf haben. Deswegen habe ich mich noch mal entschieden, auf einer 25 mm zu fotografieren, weiter auf einer Blende 14 habe ich es fotografiert, um die Blendensterne eben richtig schön drauf zu kriegen und weiterhin mit einer ISO 400. Ich finde die Bilder hier gar nicht so schlecht. Weißabgleich habe ich genutzt 3700. Den Weißabgleich von 3700 solltet ihr ungefähr 3800, 3900, je nachdem, bei Nachtaufnahmen eigentlich fast immer nutzen. Dann könnt ihr nämlich, dann hat das Bild schon mal einen blaueren Anteil und ihr könnt das Bild bei Nachtaufnahmen dadurch besser beurteilen. Ich wollte jetzt aber hier nicht nur den Uferbereich fotografieren, sondern auch noch ein bisschen Überlingen so bei Nacht. Und deswegen gehe ich jetzt weiter und werde euch weiterhin mitnehmen, denn ich habe da hinten schon ein anderes tolles Motiv entdeckt, das ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen will. Und ja, mal gucken, ob das klappt. Bis gleich. Ich stehe jetzt hier am kleinen Mantelhafen und habe jetzt hier Richtung Mantelhafen rein fotografiert. Hier steht links ein Schiff, das steht ganz in blauer Schrift Bodensee drauf. Das möchte ich einerseits mit drauf haben. Hier sind dann, der Hafen geht ziemlich tief rein, da steht dann noch mal ein anderes Ausflugsschiff, nochmals Polizeiboot
und noch mal zusätzlich ein anderes Ausflugsschiff. Links davon haben wir hier so hohe Pappeln, die da noch stehen, und eine etwas herbstlich gefärbte, orangene Buche oder was es ist. Ich erkenne es von hier aus nicht, ich werde geblendet. Ich gucke nachher nach, was es war. Haben wir hier auch. Und oben drüber werden die Wolken richtig geil angemalt vom Mond und ziehen so richtig hellweiß, wie so Art Nebelstimmung, über den Hafen drüber. Sieht mega aus. Ich zeige euch mal kurz den Hafen, damit ihr mal einen Überblick kriegt. Das hier wäre der Hafen. Hier haben wir einmal das Schiff mit dem Bodensee, dann hier drüben die Pappeln und hier hinten den orangenen, herbstlich gefärbten Baum. Jawohl, und da ist die Tiefe des Raumes von dem Mantelhafen. Und schon habt ihr einen Überblick, was ich gerade gemeint habe beim Fotografieren, was ich machen möchte. Also auf jeden Fall auch ein cooles Motiv. Bilder folgen jetzt. So, ich habe mich jetzt hier in Überlingen ein bisschen in eine Gasse zurückgezogen und versuche jetzt die Gasse so ein bisschen nostalgisch bzw. so London-Feeling, sage ich jetzt mal, herzustellen. Und zwar, die Gasse verläuft hier so runter und hinter dieser Gasse oder rechts oben über dieser Gasse, wo die ganzen Häuserdächer aufhören, geht das Überlinger Münster hoch. Und man kann das noch so richtig sehen. Und hier sind so richtig kleine verwinkelte Erkerchen und Fachwerk und so weiter, wie man hier hinter mir an der Hauswand sieht. Und so Spitzdächchen und so weiter. Also das versuche ich jetzt auch noch mitzunehmen und habe dazu mein immer noch 14-35 drauf. Fotografiere auf einer Blende von 9 und eine Belichtungszeit von 20-30 Sekunden, ISO 100. Und ja, genau, Bilder folgen jetzt. Ja, wie es halt manchmal im Leben so ist, bin ich leider zu spät losgekommen, um heute das Video zu machen. Deswegen ist in Überlingen teilweise schon das Licht aus und die ganze Weihnachtsdeko, Weihnachtssterne, die da so als Deko schon hängen, sind leider schon alle aus. Deswegen zieht es mich jetzt wieder ans Ufer runter und ich bin jetzt da auf der Suche. Mal gucken, vielleicht finde ich da noch meinen Abschlussspot und dann war es das wahrscheinlich auch schon mit dem Video für heute. Ich mache mich auf jeden Fall mal auf die Suche und hoffe, dass ich für euch noch fündig werde und noch meinen Abschlussspot machen kann. Also, bis gleich. Ja, ich habe tatsächlich noch das Abschlussmotiv gefunden, und zwar hier diese Bank, auf der ich gerade sitze. Ich habe hinter mir die Kamera aufgestellt und habe Richtung Bodensee fotografiert. Der Mond kam immer mal so ein bisschen zwischen den Wolken durch und hat dem Ganzen mit dem Wind und den ziehenden Wolken noch mal eine extra Stimmung verliehen. Ich habe mir aber nicht nur die Bank an sich alleine ausgesucht, sondern ich habe dann noch einmal mich draufgesetzt, habe natürlich eine höhere ISO benutzt, eine kürzere Belichtungszeit als 30 Sekunden.
Und zwar 20 Sekunden. Ja, an meine Hater, es geht tatsächlich. Man kann 20 Sekunden sitzen bleiben. Ansonsten, wer das nicht gelernt hat, ja, dem hätte die Bundeswehr vielleicht mal ganz gut getan. Da hat man stillsitzen gelernt, beziehungsweise stillstehen gelernt. Da durfte sich auch nichts bewegen. Also es ist tatsächlich möglich. Und dann habe ich noch Ghost-Bilder gemacht. Also ich bin halt einfach, ich habe halt einfach 30 Sekunden belichtet, bin 10 Sekunden im Bild sitzen geblieben und habe mich dann aus dem Bild rausbewegt, sodass es einen leichten Ghost-Effekt gibt. Das kennt ihr ja schon. Die Einstellungen, die ich benutzt habe, hacke ich unter die Bilder drunter, so wie immer, wie ihr das von mir gewohnt seid. Ich werde mich jetzt allerdings tatsächlich auf den Heimweg machen. Es ist mittlerweile 23:30 Uhr nachts, 23:45 Uhr nachts. Also ihr seht, ich bin auch richtig spät abends noch für euch unterwegs, mach Content. Nein, natürlich nicht für euch. Ich mache es für mich. Mir macht Spaß. Ich lerne jedes Mal selber immer wieder was dazu. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ihr habt auch ein bisschen was dazugelernt und habt ein bisschen Lust gekriegt, auch in den Wintermonaten rauszugehen, zu fotografieren. Auch dort kann man sich immer mal wieder was Schönes einfallen lassen und fotografieren gehen. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Druck auf dem Daumen nach oben macht, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr die Glocke aktiviert, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Schaut gerne auch mal auf meinem Instagram-Account vorbei oder auf meiner Homepage. Vielleicht ist da das ein oder andere für euch dabei. Wäre schön, wenn man sich einfach auch mal persönlich bei einem oder anderen Workshop trifft oder sonstige Sachen. Ich möchte mich damit einfach verabschieden vom heutigen Abend, vom heutigen Video. Hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei und grüße euch herzlich vom Bodensee. Euer Dennis. Tschüss, bis bald. Macht's gut und bleibt gesund.